Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Spieletipps. Und wir beschäftigen uns ab heute dann wöchentlich jeweils 15 Minuten mit The Sims Social. Ja, ich bin der Sven und an meiner Seite habe ich die Sandra. Sandra, sag mal. Hallo, 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 hallo. Oh, und Sandra ist im Gegensatz zu mir etwas mehr Sims Social erfahren. Also ich habe, ja. Etwas, ja, etwas. Geringfügig mehr. Ein bisschen. Ja. Also ich habe mit Sims noch so gar keine Erfahrung. Ich bin halt ein Kerl, also was soll ich mit den Sims... Okay. Meine Stereotypen hier, bitte. Ja, also gut, dann fangen wir mal an. Ja, das ist da mein Charakter, aber ich will da einfach mal ein bisschen was ändern. Jetzt kann man natürlich, ja, zufällig oder gestalten, aber wir machen natürlich gestalten, das ist natürlich... Ja, ein bisschen individualisieren, also nicht sowas. Ja. Bitte, der sieht ja nicht gut aus. Das ist ja, nee, so eine Kalkleiste bin ich auch nicht. Also das, nee. Dieser Teint passt schon besser, ja. Nee, ja gut, nehmen wir das mal. Wie nennen wir mich mal? Genau, Hans. Peter. Wurst, okay, auch gut. Wenn schon so. So, was nehme ich denn? Persönlichkeit. Athletisch passt natürlich perfekt zu dir. Total zu dir, ja. Okay, ja. Kreativ, ja, das wird schon eher passen. Niemals. Ich? Niemals, niemals. Würden ihre eigene Oma nur so zum Spaß verkaufen. Das wäre ekelhaft, weil dann müsste ich sie erstmal ausbuddeln. Das geht nicht. Das ist widerlich, ja. Salonlöwe. Oh, stehen im Rampenlicht oder drängen sich hinein. Oh, naja. Locker, yeah. Naja. Gesangs unter der Dusche. Nein, das möchte ich niemanden antun. Romantisch natürlich. Klar. Was denn sonst? Introvertiert. Vertiefen sich eher in komplizierte... Nee, komplizierte Gedankengänge kann schon mal gar nicht sein. Ja klar, Geld. Immer gut. Ja. Ja, das passt doch, oder? Der Freak, das passt doch. Ja, ne? Gucken wir mal, was... Ja gut, doch, der Freak, das passt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, dann gestalten wir den Ganzen doch mal. Und schauen uns, weil so... Gibt's da keine Star Trek-Uniform oder sowas? Nein, nein. Die kommt bestimmt noch mit dem Update oder so. Hey, ja, hier mit dem Schwert drauf. Das sieht aus wie bei Zelda. Das ist cool. Das will ich haben. Nein, nicht entfernen. MMORPG-Shirt. Ja, das haha. Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Ja. Was gibt's denn noch so hier Schönes? Nee, das sieht... Nee, Quatsch. Passt nicht. Ein Kleid, nein. Badeanzüge auch nicht. Accessoires oben. Oh. Nur. Du musst noch deinen Kopf ändern. Oder willst du diese Frisur behalten da? Nein, eigentlich nicht. Das nenne ich ja nicht mal Frisur. Okay. wählen wir mal die Farbe. Es soll ja ein bisschen an mich angepasst sein. Also das wird schon. Ja, das. Ja. Herr Carrot, naja, eigentlich nicht ganz, aber. Aber passt ja, schon. Das passt. Okay, gut. Dann nehmen wir mal die Frisuren. Komm, los her. Frisur. Ach du Scheiße. Nein. Also das eher so würde es schon so passen, aber das... Ja, eher... Ne? Ach, keine Ahnung. Ja, doch. Also das, ne? Dann nehmen wir mal das hier, passt so. Ja, das Gesicht kann man lassen, aber diese Brille, hallo? Ich spiele doch nicht in dem Pornofilm mit, also wirklich. also das wird... Nicht? Nein, die Zeiten sind vorbei, also das... okay. Klar, früher ein bisschen Geld verdienen, aber... Die Jugend. Die wollten dann halt auch nicht mehr mit den anderen drehen, weil es halt so toll war und dann haben sie gedacht, das ging halt nicht, also man muss ja den anderen ja auch was übrig lassen. Okay. Natürlich. ja, die Schuhe sehen doof aus, genau. Also wenn ich ein Freak bin, dann bin ich ja ein richtiger Freak. Oh ja, das ist, ja genau. Ja, ich glaube so kann ich mich raustrauen. Ja, kann man die Figur eigentlich nicht anpassen? Das ist ja doch schon echt diskriminierend. Ich bin ja etwas, sagen wir mal, kräftiger und das ist ja doch sehr... Na gut, okay. Also, nee, eigentlich nicht. Also bisher habe ich das noch nicht gefunden. Also das kommt bestimmt noch. Das ist ja erst die erste Phase hier. Gut, okay, alles klar. Dann starten wir mal die erste Phase und klicken auf Jetzt spielen.
Yeah! Jetzt geht's los. Wo sind die Waffen? Wo kann ich snipern? Und ach so. Sag deinen Freund. Nee, das nicht. Sag deinen Freund, dass du angekommen bist. Klicke auf die Kiste, um damit zu interagieren. Okay. Ja, jetzt sagt mir Facebook erst mal, ich bin eingezogen. Teilen. Juhu. Genau. Yeah, baby. Du kannst es natürlich auch immer überspringen oder abbrechen oder sowas. Du musst es nicht an deine Pinwand posten, wenn du es nicht möchtest. Das ist toll. Dann, ne? Hier so alles anstelle. Okay. Klicke auf den Auspacken-Button. Klicke ich doch auch. So, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall schon mal. Geschenke. Was sind Geschenke? Was sind das für Geschenke? Oh, Taschengeld. Geld ist immer gut. Kohle geht. Genau. Oh, ich habe Hunger. Das stimmt. Ich habe noch gar nicht richtig gefrühstückt. Ah, erfülle die Bedürfnisse deines Sims, um ihn glücklich zu machen. Okay, Laune, ja. Verdiene mehr Simleons. Simleons sind die Währungen. Genau, diese kleinen Groschen, die du da aufgesammelt hast, das sind. Okay, und das bedeutet auch, die kann ich auch so verdienen oder kann ich mir die auch kaufen? Genau. Die kannst du verdienen, indem du beispielsweise die Gitarre spielst und deine Fähigkeiten dort verbesserst oder wenn du während du schreibst oder während du kochst und so weiter. Komponieren. Genau, und das sind sozusagen die Musikfähigkeiten, die du da erlernen kannst. Ja. Klicke auf, achso, komponieren. Gut gemacht, klicke jetzt einmal auf den Komponieren-Button. Meine Güte, das... Ja, du musst es ja richtig gut lernen. Du musst ja alles gut verstehen. Ach, es gibt Leute, die waren taub und haben gut komponiert. Hab ich mal gelesen. Hallo. Irgendwann. Ich darf auf die klicken. Wo darf ich denn bei der rumklicken? So. Hallo. Bitte warte, bis wir alle Objekte geladen haben. Also, aha, jetzt. Kannst du mich damit sehen? Klicke auf mich, ja. Tut. Achso, grüßen. Na super. Ja, natürlich. Erstmal nett sein, ne? Noch nicht so. Ah ja gut, ich bin ja auch ein Freak. Ich bin ja kein Macho. Genau. Das war natürlich... Lass uns Spaß haben. Ja, okay. Wieso Stereoanlage? Da hinten ist das Bett. Mensch, Mädel. Zusammen tanzen. Ja, oh. Vorspiel. Oh. Tanz ist offen. Doch. Ist ja ekelhaft. Ja, die Übersetzung, die ist echt, echt super. Die deutsche Übersetzung manchmal. Das ist... Mein Gott. Ist gut. Eigentlich heißt es open-minded, aber hier heißt es offen. Okay, gut. So, dann gehen wir mal hier auf Nachbar hinzufügen. Achso, das könnte ich ja gleich machen. Oder dann kannst du mich. Genau, ja. Wie auch immer. Ich geh mal kurz heim, treff die Clique. Genau, so, jetzt Sandra. Ich möchte Sandra als Nachbarin. Ja! Super! Und dann schreibe ich natürlich jetzt, wenn Sims mich mal lässt, würde ich ja auch eine nette... ich kann ja gar nicht fragen. Ich kann ja nur eine Anfrage versenden ohne Kommentar. Das ist ja doof. Hey, der glaubt an Aliens. Ah ja gut, ich bin ja auch ein Freak. Ja, du bist ein Freak. guck mal, Erdbeeren sind fertig. Pflücken. Du kannst cool. Dann auch einfach auf dieses kleine Bild von diesem Kerl da drücken. Ich weiß jetzt nicht seinen Namen nicht ganz links. Da ist so ein kleines Porträt. Ja. Und da ist dann, da sind dann deine Aufgaben. Das sind so eine Art Quests, die du erfüllen sollst. Und da kriegst du auch immer Belohnungen. Ah, genau. Quests sind toll. Quests. Kann ich irgendwelche Monster schlachten oder? Nein, noch nicht. Eventuell in ein paar Monaten, wenn Monster-Add-on rauskommt. Das wäre ja toll. Dann wäre das ja endlich. Das wäre mal was, ne? Männer hier. Aber gut, ich pack mal aus. Was soll ich denn auspacken? Ich denke mal, die anderen Kisten, die da stehen. Ach so, stimmt. Die anderen Kisten. Ja. Ach, das sind ja noch Kisten. Ich dachte, diese Nachbarin, die ich da irgendwie. Bella. Nein.
Woran denkst du denn schon wieder? Ja, irgendwas muss doch Social Ja, damit passieren. kannst du mit deinen Nachbarn. Du kannst dann mit mir ein bisschen. Ah, gut, okay. Und so weiter, ne? Yeah. Ah, ja, toll. Das Spiel, er hat einen Sinn. Juhu. Okay, so, weiter auspacken. Was habe ich denn noch hier Schönes? Eine Mikrowelle. Juhu. Das fühlt sich doch gleich viel wohnlicher an. Ja, nein, teilen. Das muss ja nicht die ganze Welt wissen. Nee. So, was haben wir denn hier noch alles? Vollbild umschalten, Wände, Wände, Außenwände, hui. Aber ich mach mal die Musik auf jeden Fall aus. So, dann. Das braucht man ja nicht. So, ich habe weitere Missionen. Quests, Aufgaben. Ja. Verdiene 7 Leons. Hallo, ich bin Macy. Und könnte jetzt etwas Hilfe gebrauchen, um Geld zu verdienen. Ja, versuch Gitarre spielen. Ich dachte, ich könnte jetzt der ihr. Na gut, lassen wir das. Ich glaube, das ist das wirklich. Den Chihuahua oder diesen Hund da klauen, ne? Natürlich. Ach so. Nichts anderes wolltest Nein, du damit sagen, oder? nee, definitiv nichts anderes. Nichts anderes. Ich komponiere mal wieder. Juhu, Verdienst und Inspirationsbonus. Und jetzt. Genau, und wenn du einen Balken da voll hast, dann hast du dann eine Fähigkeit mehr. Also bist du dann, hast du die Fähigkeit 1 und Fähigkeit 2 und so weiter. Aber gut, dass ich die Musik abgestellt habe und sie immer noch höre. Ohne dieses, aber das wird wohl unter Soundeffekte dann laufen. Na gut, wollen wir nicht so sein. Herausputzen. Ja, natürlich, magst du neue Kleidung? Ich gehe liebend einkaufen. Ha, Klischee. Ja, Martin, neue Kleidungsstücke kaufen. Ja, warum nicht? Aber ich mag meine Kleidung. Kaufst du doch einfach. Kauf einfach irgendwas und dann ist gut. Ja, was kaufen wir denn? 3000 Simleons. Hallo? Das ist doch. Hier, da so ein Unterhemd, genau. Da, Oh Orange Tank, ja, genau. nice, nice, Ja, aber nice. ist doch, ne? Also komm jetzt ernsthaft. Das. Total sexy, Ja. total. Ich Ich. flipp aus. Ja, ich wusste es. Aber ich ziehe mich erstmal wieder um. Das ist ja ekelhaft. So. Du musst dann einfach auf deinen Sim klicken. Ach so, fertig. Ja, Belohnung. Hey, ich bin gelevelt. Juhu. Jetzt kommen Hey! Monster. Hey, kommen immer noch keine Monster. Das ist ja doof. So, jetzt auf meinen Sim. Nee, dafür Blumen. Also, dafür Blumen. Genau. Aussehen ändern. Kleidung verändern. Was? Wieso? Freizeit. Okay, dann klick noch mal auf Kleidung hier, neben dem Job. Dann kannst du nämlich auswählen, was du als Alltagskleidung haben willst, was du als Schlafanzug haben willst und so weiter. Ach so, Das ja. hast du ja noch nicht eingestellt, das habe ich vergessen. Ja, ist ja noch. Oh. Ja, braucht sowas. Ne? Ja, für welche Klamotten sich Hans nun endgültig entscheidet und ob er in der nächsten Episode endlich neue Nachbarn kennenlernt, erfahrt ihr in einer Woche beim neuen Let's Play Sims Social hier auf Spieletipps. Ja, und ihr wollt den Hans selber hinzufügen? Ja, dann schaut euch hier kurz das Video an, gebt ein in der Facebook-Suchleiste Sims Hans und da ist er ja schon. Ja, dann könnt ihr ihn als Freund hinzufügen und dann als Nachbarn adden.